23. Heute ist Mittwoch. Ich glaube der 23. oder so. 23.11. kann das sein? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ich fahre jetzt hier Lenin-Großkreuz runter. Da hat mir der Mike einen Tipp gegeben. Also not the American Mike, der LKW-Mike hier aus Deutschland. Mal gucken. Ich muss meine 45 Minuten Pause machen. Und er sagte, da soll Platz sein, wo man stehen kann, wo man günstig Kaffee kriegt und so weiter. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber wenn der Mike das sagt, dann ist das so. Da bin ich ja mal von überzeugt. Wenn man von Berlin kommt, kann man hier gar nicht runterfahren. Also nur wenn man von Hannover kommt, Entschuldigung. Nur wenn man von Berlin kommt, kann man hier runterfahren im Moment. Schade. Aber gut zu wissen. Aber ich sag mal, wenn ich von Hannover komme, dann muss ich sowieso weiterfahren. Da muss ich ja bis mindestens so kurz vor Frankfurt Oder fahren. Ist das zu früh mit der Pause? Ja, ich komme jetzt übrigens auch von Polen. Gerade auf dem Rückweg. Ich muss wieder nach Langenhagen. Bin heute Morgen um 4:30 in Polen gestartet. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich meine 45 Minuten Pause machen. Schilder aufgestellt hier, 2 Stunden parken frei. Ich stelle mich mal hier hin und hole mir meinen Coffee und schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ist auf jeden Fall ein Platz nach meinem Geschmack, Mike. Ich danke dir für den Tipp. Voll geil. Ja, Leute, so eine Tipps sind echt Gold wert. Da sollten sich so andere Kollegen mal ein Beispiel dran nehmen, die immer überhaupt nichts sagen, mit solchen Sachen auch irgendwie nicht rauskommen da mit der Sprache, ne? Finde ich immer ein bisschen schade. Aber was will man machen, ne? Sind nicht alle gleich. Ist leider so. So, ich gehe da mal rein jetzt. Pausi! Ja, hab hier Kaffee und 2 Brötchen. Sehr günstig. Kaffee 1,60, Brötchen 1,40 pro Stück. Coole Sache. So gehört sich das. Geht doch alles. Boah, der LKW sieht schon wieder aus. Ich hatte den so schön gewaschen, ne? Beziehungsweise die Leute davon. Kolonie. Guckt euch das an. Ja gut, bei dem Wetter bleibt das nicht aus. Ne? So viel Salz gestreut. Was ist denn da so? Auflieger, ne? Verliert Luft.
Ja. Ach, das haben die öfters, die Dinger. Keine Ahnung, das ist auch schon älterer hier. Nur hinten verliert die Luft. Blumen sind noch dran. Wunderbar. So. Zischt ja wie eine Schlange, wa? Also gehen wir mal rein, trinken unseren Kaffee, essen Brötchen und dann geht es ja auch schon bald weiter. Ich glaube, hier steht wieder der Blitzer. Hier ist ja 60 für LKWs und kein Mensch weiß warum. Angeblich wegen Straßenschäden. Hier sind aber keine Straßenschäden. Ja, ich denke mal, das ist Abzocke. Seht ihr, hier steht der Blitzer. Und der hat mich auch schon mal geblitzt. Das ist ja eine Autobahn hier. Und hier ist 60. Aber nur für LKW. Für Autos nicht. Ne? Ist hier immer noch 60. Seht ihr das? Da. Ist geil, ne? Ja, die A2 ist wieder dicht. Jetzt muss ich wieder Umleitung fahren hier über Burg. Burg bei Magdeburg. Ja, geht leider nicht anders, aber egal. Hauptsache da nicht eine Stunde im Stau stehen, weil für LKW soll eine Stunde Stau sein, für PKW 12 Minuten. Ja. Die läuft ja parallel hier, die L52, die läuft parallel zur A2. Aber ist schön, so Landstraße mal, ne? Auch eine coole Gegend hier. In Burg. 3-4 Kilometer noch, glaube ich. Müssen wir da sein. Wackelt. Bahnhofsanlagen hier. Das Knäckewerk ist da hinten. Knäckewerke. Okay. Ich war hier auch mal in Burg, als ich noch kühler gefahren bin. Aber da war ich auf der anderen Seite. Also hier war ich, auf dieser Seite hier war ich noch nicht. Das kenne ich nicht hier. Jedenfalls kommt es mir nicht bekannt vor. Ja, man kann sich auch nicht alles merken. Ne? Da ist die Firma Burger. Ach, guckt mal hier. Retering macht da auch schon. Da auch schon die Logistik. Ha, könnt ihr mal sehen. Wusste ich auch nicht.
Schrebergärten. Ganz schön windig hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Die Umleitung habe ich gut überlebt. Ach Mann, ich bin jetzt hier kurz hinter Lehrte. Haben wir noch ein paar Kilometer und dann sind wir auch schon in Langenhagen. Ich denke mal so 12:30 bin ich dann fertig. Und dann mal gucken. Normalerweise soll ich morgen nach Helsingborg um 9 Uhr. Aber ich muss gleich noch mal mit Andreas telefonieren. Mal sehen, was der sagt, dass dabei jetzt geblieben ist oder ob wir irgendwas anderes machen. Weil wie gesagt, ich sollte ja schon gestern um 9 Uhr nach Helsingborg und das wurde ja storniert. Ja, dann bin ich ja nach hier nach Polen gefahren. Deswegen, im Moment weiß man nicht so richtig. Also im Voraus kann man das im Moment nicht so richtig sagen, was Sache ist. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben Donnerstag, den 24. Ich habe gerade aufgesattelt. Einen ja, fast nagelneuen Trailer. Den will ich euch jetzt mal zeigen. Ich muss jetzt nach Helsingborg fahren. Das ist unsere neue Tour. Die startet immer um 9. Ja, ich zeige euch jetzt mal den Auflieger. Ja, mal gleich das Schloss mitnehmen. Also der ist gerade mal knappe 10.000 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, ob das von innen nach außen ist oder ob da einer mit dem Dosenöffner dabei war. Da denke ich mal, hat er dicht geparkt und da hat einer mit einer Kurbel ganze Arbeit geleistet. Er sieht auf jeden Fall nicht aus, als wenn er neu ist, ne? Oder fast neu ist. Hier überall Schleifspuren. Ich muss es sowieso dokumentieren, weil sonst heißt es ja hinterher, dass ich das war. Ich muss das sowieso immer festhalten, falls da Fragen kommen. Muss man nicht, aber ich mache das. Reifen sind ja, wie der Auflieger, so gut wie neu. Er ist halt dreckig, ne? Aber guckt mal, der Griff ab. Entweder abgerissen oder was weiß ich. Ah, ja. Meine geht mich ja nichts an, ist ja nicht meiner, aber trotzdem stelle ich mir immer die Frage, warum gehen Menschen mit solchen Sachen, die ihnen nicht gehören, so
misst dich um. Verstehe ich nicht. So, mach jetzt mal alles fit, damit wir hier wegkommen. Ach ja, ich meine, alles gut, ne? Wo gehobelt wird, fein Späne und so weiter, ne? Wir kennen alle die Sprüche. Ist ja auch alles richtig, aber das ist ganz oft so. Es gibt hier Trailer, die sind ganz alt und die sehen richtig gut aus. Und dann gibt es wieder Trailer, die nagelneu sind. Und da gibt es mehrere von. Und die sehen ganz schlimm aus. Ne? Und das ist irgendwie so eine Sache, wo ich sage, wie kommt das? Ne? Hat die Qualität der Fahrer nachgelassen? Hat die Qualität der Shunterfahrer nachgelassen? Oder des Verladepersonals, wenn jetzt Sachen sind, die auf der Ladefläche passieren? Muss ja irgendwie solche Gründe haben, ne? Ist schon nicht schlecht. So, dann wollen wir mal rausfahren erstmal. Ach, der Jan. Moin, Meister Jan. Alles gut? Ja, bei dir? Alles super. Das ist prima. Ja, ich fahre mal nach Helsingborg jetzt. Wenn alles klappt, komme ich hinterher. Super, dann sehen wir uns ja da. Ja. Ne? Gut, ich drücke die Daumen. Jo, danke. Freunde, ich bin gleich an der Fehmarnsundbrücke. Ist das nicht schön? Hat sehr gut geklappt. Kein Stau gehabt in Hamburg. Hat ab und zu mal so ein bisschen gestockt, aber ansonsten war das richtig gut. Wetter hat sich so ein bisschen geändert hier, seht ihr ja selber. Ist ein bisschen bewölkt geworden, hat auch schon geregnet vorhin. Ja, 7 Grad haben wir es jetzt. Zwischendurch waren aber schon 10. Aber es ist halt Wetter, ne? Das ist wie es ist. Ich habe immer noch hier von gestern und vorgestern und vorvorgestern Salz auf der Scheibe. Ich muss die Scheibe mal komplett sauber machen, weil sonst geht das immer wieder dazwischen. Ihr kennt das. Jedenfalls die Leute, die Auto fahren. Da kann man noch so viel auf die Scheibenwaschanlage drücken. Das nützt nichts. So. Ich höre jetzt weiter die letzte Stunde Musikkantine hier von Radio FFR. Schöner Sender, kann ich nur empfehlen. Soll jetzt keine Werbung sein. Ich meine das ernst. Könnt ihr ja mal reinhören über Internet, ne? Radio FFR, www.radioffr.de eingeben und dann geht das los. Höre ich ganz gerne. Da wird Tag und Nacht Musik ausgestrahlt. Ohne Werbung, ohne alles. Ja, gibt es verschiedene Musikrichtungen. Aber könnt euch selber anhören, macht euch selber ein Bild. Wird wohl auch nicht jedermanns Sache sein, aber mir gefällt's. Ich höre da oft rein, auch nachts und so. Da haben sie oft auch Country-Sendungen und ja. Sind oft Sachen bei, die ich auch noch nicht kenne. So, jetzt ist aber genug. Bis gleich dann, ne? Thank you.
sind wir in Dänemark. Ich muss gleich mal gucken, hier an der Tankstelle wollte der Siggi warten. Dann wollen wir zusammen nach Schweden weiterfahren. Mal gucken, ob der da steht oder ob der gleich angefahren kommt. Aber normal müsste das passen. Ist er ja. Da läuft doch. Ach ja, schon sind wir in Schweden. Mann, das ging ja schnell heute. Rucki zucki. Guckt euch das an hier. Containerhafen hat sich ganz schön geleert. War vor ein paar Wochen noch richtig voll. Die fahren aber auch hier hin und her. Ne? Guck mal, da hinten ein Container. Hier kommt schon wieder einer mit dem Container. Geht richtig die Luzi ab hier. Vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Da wollten sie mir Diesel klauen. Da hatte ich hinten ja geparkt auf meinem Parkplatz, wo ich immer stehe. Da kann ich mich jetzt nicht mehr hinstellen, weil der ist schön ruhig, ne? Und das, genau das haben diese Diebe genutzt. Da wollten sie mir den Diesel klauen. Ich habe es aber gemerkt. Es hat geklappert und geruckelt, weil ich habe einen sehr unruhigen Schlaf im Moment. Also was heißt im Moment, schon längere Zeit. Und habe ich die Tür aufgemacht und dann ist der Typ gleich ins Auto gerannt. Das stand quer hinter dem LKW und dann waren sie weg. Das ging so schnell, ich konnte noch nicht mal mehr das Kennzeichen sehen oder irgendwas. Ja, dann bin ich raus, habe geguckt, dann haben sie den rechte Seite, den Tankdeckel kaputt gemacht. Ja, aber haben es nicht geschafft, den ganz aufzumachen. Also haben den nur kaputt gebrochen, das obere Teil ab, und der Rest steckte noch drin. Also so haben sie keinen Schlauch reingekriegt, weil der hat auch noch so eine Klappe da drin, der Tank hier. Ja, das ist sowieso nicht so einfach. Wenn du da einen Schlauch reinsteckst und den wieder rausziehen willst, dann bleibt der Klemmen an der Klappe. Das ist nicht so einfach. Ja, deswegen konnten sie nicht, also haben sie nichts geklaut, nur kaputt gemacht, aber das reicht mir ja schon. Ja, und jetzt muss ich halt immer sehen, dass ich vorne stehe, wo ich eigentlich nicht stehen möchte, weil da immer so viel Betrieb ist. Und ich halt, weil ich halt nicht so richtig schlafen kann oder so einen unruhigen Schlaf habe, das halte ich immer lieber ruhiger ab. Aber da vorne ist halt immer Trubel. Ne? Aber kann ich nicht ändern, bevor mir da Diesel geklaut wird. Muss ich in den sauren Apfel beißen und mich da vorne hinstellen. Nützt nichts. Was ist das denn hier? Fahrschule, Alter. Warum fahren die denn hier mit 20 km/h? Mann, Leute, das ist Industriegebiet hier. Macht das auf der Straße da fertig. Mann. Was soll man denn hier im Industriegebiet bei der Fahrschule bitte lernen? Hier sind keine Ampeln, gar nichts. Hier kommt keiner rechts vor links. Naja. Nu. Oh. Wahrscheinlich kommt der Fahrer auf das, der kommt wahrscheinlich auf der Straße noch gar nicht klar. Ich denke mal, deswegen fährt der Fahrlehrer erstmal hier. Ja, das wird sein. Damit der Kollege erstmal überhaupt ein Gefühl fürs Auto bekommt. Wow, heftig. Der kann den PKW gar nicht gerade halten. Jetzt biegt der auch noch rechts ab. Fahr doch geradeaus, Mann. Ah, macht er auch. Alter, ist das geil. Hammer. Oh, guck mal, ja, die haben schon geschmückt. Weihnachten in Schweden. Juhu! Cool.
Aber hier ist ja noch genug frei. So, ich habe jetzt hier abgesattelt. Mal gucken, ob ich jetzt hier vorne rausfahre. Oder auf der anderen Seite. Muss ich gleich mal gucken. Wieder zu. Aber jetzt kommen natürlich alle angeschossen hier, ne? Ist ja auch geil. Muss ich mich hier hinstellen? Voll in den Krach. Geil. Wir werden es überleben. Okay, Leute. Ich melde mich wieder. Ich mache jetzt Feierabend. Tschüss. Guten Morgen. Ich bin mittlerweile schon in Dänemark. Es ist 7 Uhr. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Um 4:30 bin ich abgefahren in Helsingborg. Mein Trailer war schon sehr früh fertig. Ja. Ist ein bisschen neblig heute hier. 6 Grad haben wir. 6 Grad plus. Ich bin gleich in Rødby. Dann fahren wir mit der Fähre nach Deutschland rüber. Dann noch 3,5 Stunden, gute 3,5 Stunden, und dann na, hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen. Und dann ist Wochenende. Ah, das ist hier endlich mal wieder ein längeres Wochenende. Letztes Wochenende war ich ja auch in Schweden. Auf den Sonnabend und Sonntag. Ja. Deswegen. Ich freue mich schon drauf. Und hoffe, dass es ohne Stau und ohne Verzögerung durchläuft. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich möchte, dass das vernünftig durchläuft. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Gerade auf der Fahrerbrücke kann man gar nicht sehen. Ne? Hier sieht man nichts von der Brücke. So düster und dann der Nebel noch. Erkennt man nur an dem Geländer an der Seite. Das ist jetzt die erste, die kleine, und dann kommt gleich die andere, die höhere. Mal gucken, ob man da was erkennen kann. Ja, ist echt ganz schön dunstig. Und
immer noch so viel Salz auf den Straßen. Von der letzten Woche noch. Weil da war ja hier auch Frost und kam auch Schnee runter und haben sie hier gestreut. Wie die Weltmeister. Ah, guck, da sieht man auch nur das Windtütchen. Und das hohe Geländer. Sonst sieht man hier auch nichts. Die Brückenpfeiler sind komplett im Nebel verschwunden. Jetzt sieht man hier die Seitensprossen. So ein bisschen. Schon echt ein Bebelwetter, ne? Bäh. Kann man nicht anders sagen. Hinter mir fährt der Jan, Kollege von Kühn. Sigi auch mit der Fähre mitgekommen ist. Gestern bin ich ja mit dem Sigi hier hochgefahren. Mit dem schwarzen Scania. War da vorhin noch am Aufsatteln und keine Ahnung, ob der das mit auf die Fähre geschafft hat. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Aber das werden wir gleich im Fährhafen sehen. Da treffen wir uns ja dann meistens alle wieder. Ist so. Ja, liebe Freunde, jetzt ist der Sigi wieder aufgetaucht. Jetzt fährt er hier vor mir. Wie ich schon gesagt habe, im Fährhafen trifft man sich dann. Der Jan, der hat Gas gegeben, der ist schon weg. Er ist schon eine ganze Ecke vor uns. Der will nach Hause, weil der muss noch nach Magdeburg fahren, bis er dann zu Hause ist. Ja, ist noch ein weiter Weg. Gerade ist heute ist Freitag, ne? Dann, umso früher man dann weg ist von der Autobahn, umso besser. Ne? Noch geht ja alles einigermaßen. Zwar Verkehr wird langsam dicker hier auch. Hamburg war auch ganz schön knibbelig. Aber es ist in beiden Richtungen viel los. Aber wie gesagt, ist normal für den Freitag. Wir haben jetzt noch knappe 80 Kilometer, also eine Stunde noch. Eine gute Stunde noch, dann sind wir in Langenhagen. Das heißt dann so Viertel vor eins. Ne? Ja. Genau zur Mittagszeit. Ja, und dann absatteln und dann fahre ich auch nach Hause. Ne? Hab schon Bescheid gesagt über WhatsApp. Also alles am Laufen. Essen wird vorbereitet. Und Wochenende wird eingeläutet. Wie sich das gehört. Okay, ihr Lieben. Ich beende mal dieses Video jetzt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Bye, bye.